Wir machen solche regelmäßigen Kontrollen deswegen, dass wir die Versorgungssicherheit sicherstellen und unser Netz im Endeffekt auch wissen, wo Schwachstellen sind, wo gute Stellen sind, wo wir im Endeffekt irgendwelche Maßnahmen setzen müssen, um genau die Versorgungssicherheit und die Wärme zu gewährleisten. Also sehen wir auf die Bilder den Temperaturunterschied, der zustande kommt aufgrund dessen, dass da zum Beispiel die Leitung einen Isolierungsschaden hat oder einfach einen Rohrbruch, sozusagen das heiße Wasser austritt. Und diese Temperaturänderungen auf der Oberfläche werden durch diese Thermografie detektiert und durch das können wir feststellen, ob man da was für einen Schaden man da hat und was man da machen muss. Also wir machen mit den Ergebnissen, also die werden natürlich genauestens ausgewertet und dann wird betrachtet, wo man zum Beispiel eine schnelle Reparatur machen muss, die akut ist, weil man da einen großen Wasserfluss hat. Ja, grundsätzlich haben wir ein sehr gutes Netz, aber es ist natürlich so, dass immer wieder irgendwo Maßnahmen zum Setzen sind, dass wir die Versorgungssicherheit aufrechterhalten.